Leute, wir haben jetzt die 4000 Abonnenten erreicht und aufgrund dessen vergleichen wir alle Sockenschuhe, die wir haben und zeigen euch, welcher von denen für uns am besten ist. Fangen wir an! Fangen wir mit dem Ballgefühl an. Hier gibt es deutliche Unterschiede. Der Hypervenom vermittelt mit Abstand das schlechteste Ballgefühl. Versteht mich nicht falsch, es ist immer noch auf einem sehr hohen Level, aber nicht wie bei den anderen Schuhen barfuß ähnlich. Dies liegt vor allem daran, dass statt Flyknite das Nike Skin Material mit einer 3D-strukturartigen Oberfläche verwendet wird. Als nächst besser würde ich den Magister einstufen. Dessen Obermaterial ist sehr weich und dünn, jedoch empfand ich es als etwas zu glatt, wodurch der Ball auch gerne mal vom Fuß rutschte. Den ersten Platz in dieser Kategorie teilen sich der Superfly von Nike und der Pure Control von Adidas. Beide sind extrem weich und vermitteln ein perfektes Ballgefühl. Jedoch würde ich den Pure Control hier bevorzugen, dadurch das Wegfallen der Schnürsenkel einfach das Ballgefühl nochmal deutlich gefördert wird. Kommen wir nun zum Komfort und der Passform. Hier gehen die Meinungen bei den meisten auseinander. Manche sagen, der Magister und der Superfly drücken an der Ferse oder der Ace im Mittelfuß. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass alle Schuhe extrem komfortabel sind und ich mit keinem Probleme hatte. Persönlich würde ich nur vom Komfort her den Ace oder den Hypervenom nehmen, da diese keinerlei Druckstellen oder Blasen verursachten und sie einfach perfekt saßen und sich wie eine zweite Socke angefühlt haben. Von der Passform her würde ich den Hypervenom bevorzugen. Dieser fällt nicht wie der Magister sehr weit oder wie der Superfly sehr eng aus, sondern ist so ein Mittelding zwischen beiden und sollte daher Leuten sowohl mit schmalen als auch mit breiten Füßen passen. Beim Ace ist das Problem, dass er einfach nicht von jedem gespielt werden kann, da die Passform nicht durch Schnürsenkel anpassbar ist. Daher schneidet er in dieser Kategorie am schlechtesten ab. Jeder Spieler will natürlich, dass sein Fußballschuh lange hält. Hier könnte der Unterschied gar nicht größer sein. Beim Magister und dem Superfly ist die Haltbarkeit eher mittelmäßig. Nach einigen Wochen Kicken fing der Kleber an der Schuhinnenseite abzugehen und der Schuh wurde unbrauchbar. Dies ist vor allem dem dünnen Obermaterial zu verschulden, welches zwar Top-Ballgefühl vermittelt, die Haltbarkeit jedoch den Preis dafür zahlen muss. Beim Hypervenom hingegen ist das Obermaterial dicker und der Schuh hält länger. Ich hatte in meiner einmonatigen Testphase keinerlei Probleme mit dem Schuh. Auf Platz 1 sehe ich jedoch den Ace.
Adidas ist ja generell für eine gute Haltbarkeit bekannt, jedoch habe ich nicht mit so etwas gerechnet. Ich verwende den Schuh nun schon knapp 2 Monate und habe ihn intensiv genutzt. Jedoch sind bei mir keinerlei Anzeichen von sich lösendem Kleber oder sonst irgendwas aufzufinden. Ich bin wirklich begeistert. Wie ist aber nun die Traktion der Schuhe? Nun, ich kann euch sagen, dass man bei allen Schuhen eine wirklich super Traktion geboten bekommt. Herausstechend war für mich hierbei die Sohlenplatte des Hypervenoms, da diese sehr flexibel war und man mit ihr sehr schnelle Richtungswechsel hinbekam. Dahinter kommen für mich Ace, Superfly und Magister. Wobei ich hier nochmals erwähnen möchte, dass die Chromsohle des Ace 16 Plus nach einer Zeit abfärbt, was jedoch keine Auswirkung auf die Performance des Schuhs hat. Außerdem kann man den Ace auf Rasen und auf Kunstrasen spielen. Das geht mit den Nike-Modellen leider nicht. Für wen ist welcher Schuh nun geeignet? Nun, aus meiner Sicht ist der Pure Control für Mittelfeldspieler geeignet, da er mit Abstand das beste Ballgefühl vermittelt, aber dafür der Lockdown nicht so gut ist. Den Magister kann quasi jeder tragen. Er vermittelt ein tolles Ballgefühl und hat eine gute Traktion. Dafür ist er sehr dünn und hält dadurch nicht wirklich lange. Genauso sehe ich das beim Superfly. Diesen würde ich dem Spieler empfehlen, der einen leichten Schuh mit einem extrem direkten Touch sucht. Mein Favorit in diesem Battle ist jedoch der Hypervenom, da dieser erstens eine gute Haltbarkeit, zweitens ein super Ballgefühl und drittens mit Abstand den besten Lockdown vermittelt, welchen man gerade in der Offensive bei schnellen Richtungswechseln braucht. So Leute, das war's jetzt von diesem Video. Ich möchte mich bei euch nochmal herzlich für 4000 Abonnenten bedanken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Tests mehr zu verpassen. Das war's jetzt von mir, bis zum nächsten Mal, ciao!